Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Thüringen-Karte. Ich hätte beinahe gesagt, im Marsch. Aber hier ist Thüringen, ne? Sind bergig, sind hügelig, viel Wald. Ja, wir machen jetzt weiter, wir kaufen mal jetzt Heu, ne? Statt Stroh, ne? Fehler von mir. Wir müssen auch den Scheiß Stroh, der da jetzt rumliegt, auch noch mitnehmen. Ja, gut. Egal, das ist nicht schlimm. Stroh brauchen wir immer, letztendlich. Aber das ist ja um das Kosten, ne? Aber wir werden es überleben, Stroh ist ja nicht allzu teuer. Ich meine, ja, wenn man so kaufen tut, ja, auf jeden Fall. Naja, hier wollen wir nicht rückwärts reinfahren, ne? Hier wollen wir noch mal ganz normal reinfahren. War schon ein Schritt weiter gewesen, beim Händler. So, zurück, zurück, zurück. Läuft die Aufnahme? Auch noch läuft. Ihr seid da, ja, ich bin auch da. So, wir fahren jetzt zum Händler und kaufen Heu. Heu kaufen, ganz wichtig, merken, Heu und nicht Stroh. Da liegt noch Stroh, aber das macht nichts, dann müssen wir halt doch mitnehmen. Dann können wir gleich 3-4 Mal fahren, ne? Gleich daneben hinstellen, aufladen und dann können wir gleich Heu kaufen. Das sah da so aus und ich gucke ihn hier an. Und das sieht ja aus wie Stroh. Na, das kann nicht sein normalerweise. Ne? Hast du Heu gekauft? Ja, da haben wir es wieder gehabt. Der Klick bestimmt. Das war nachts verdunkelt sicherlich, da wird es nicht dunkel gewesen sein. Da hat mir der Händler was angedreht. Statt Heu Stroh. So. Kaufe mal Heu. klar, ich habe ja weißes Stroh. Hm. Koalaballen Heu. Ja, das ist. Ja, dumm gelaufen. Hast du Stroh gekauft? Das kostet 5.000. Viel zu teuer. Das ist typisch. Das hat er mir alles dahingestellt. Ah. Sonst stellt er es rechts hin und jetzt hat er es, dass er oben nicht liegt. Man kriegt es ja aufgeladen, ne? Aber ich wollte es ja eigentlich anders haben, ne? Dass es vielleicht drauf ist. So, was haben wir? Heu und ein bisschen Stroh und Rest. Machen wir gleich fest. Geht nicht. Da sind die Spanngurte, nicht zu sehen. Hauptsache fallen die runter, dann ist alles okay. Wenn wir noch Stroh hinfahren. Heu. Oh. Nochmal eine Ladung. Heu brauchen wir am meisten. Wenn wir nächstes Jahr schön viel Heu machen. Nächstes Jahr muss das Lager voll sein. Dann werden wir ein paar Ballen einlagern. Das ist ja so mühsam mit den ganzen Hallen. Das ist ja so umständlich. Dann werden wir ja nicht reich. Da muss ich mal sehen, wie das dann kriegen. Und Ballen in Einzelfarm mit Radlader ist ja auch mühsam. Vielleicht kommt noch ein anderer noch hier, das Ding hier von. Das Heumod hier von Dings hier. Ich sehe das hier was extern von da hinten. Das soll auch kommen. Stroh will ich jetzt sehen. Also. Mal schauen. Müssten das eigentlich nicht haben normalerweise, weil das ja im Prinzip ja, überflüssig ist, ne? Also ein Bauchsanteil.
Ja, wenn das Gras dann wächst und die Lage kommt nachher, dann können wir fleißig Ballen sammeln. Das wird eine andere Hausnummer hier. So, die Lage ist eigentlich fast voll. Das müssen wir gar nicht machen, jetzt gleich nur noch mal Heu reinfahren und dass er arbeiten kann. Ups, gleich die richtige Richtung geschubst. So, hoffe ich bin hell genug. Ja, hell genug. Mein Filter ein bisschen einstellen noch wieder. Ja. Das ist alles, ich habe mal eingerichtet bei OBS jetzt hier auf dem anderen Rechner. Ein bisschen, andere war ja ein bisschen gespeichert und da war ja nichts. Ja, hier Richtung Parallelfahrt. Dann wird er auch Stroh gleich verarbeiten nachher, wenn heute da ist. So, da sind wir. Schauen wir gleich. Kommen wir zurück. Aufladen. Diese Ballen sich in der Luft halten können, ne? Aber die Heuballen möchte ich noch mal haben. Die sind mir jetzt persönlich wichtig. So. Meist ein Ball ist heute vorne. Ne? Drei sind hinten, drei sind hinten. Lass uns gucken. Da sind vier Stück. Wie geht los hier? Und bin ich los. Was haben wir jetzt hier im Heu? 120.000. Oben noch ein Schwung. Gibt's ja nichts. Da ist ja nichts, ne? Wenn wir holen, ne? Weil man könnte ja die Wiese vorne noch neu machen, aber das zocke ich damit garantiert nichts. Und das für dafür die kleine Menge an Rolltopfanlage kaufen, das können wir uns gar nicht leisten. Ich würde jetzt den Reststroh auch nehmen, sobald es verarbeitet wird. Aber ich baue ja meistens Heu. Das ist ja das ganze Problem jetzt. Ne? Von daher könnte Stroh nächstes Jahr auch reichen hier im Spiel. Ne? Wenn wir auf Feld 42 in manchen Weizen oder Gerste anbauen. Ne? Also was tragreich ist. Ne? Strohtechnisch gesehen. Fahren wir schnell wieder zum Händler. Ja, dann machen wir nachher die Lage nicht so richtig jetzt. Wir müssen mindestens zwei, drei Ladungen Heu holen. Vollgas, Junge, Vollgas! Schnell wieder Bips! Schon wieder 18 Uhr spielen, das ist ja wie schnell. Ja, dann kommt bald die Soja, ne? Und dann haben wir ein bisschen, ist ja nicht so viel. Da ist noch ein Überladewagen mit Gerste da hinten noch. Den müssen wir noch leer machen. Aber das soll nicht das Problem sein. Denn Soja gibt es noch in der Trage nicht so viel. Mengenmäßig und so, das ist an sich kein Problem. Wahnsinn.
trotz alledem, die Zeit ist doch ganz schön dahin gerinnt, ne? Also es ist halb 8. Das ist ja Wahnsinn. Ich merke auch ein bisschen, dass ich schon ein bisschen kaputt bin. Ist doch ein bisschen ermüdend. Hamburg-Zeit, ne? Apropos. Aber heute habe ich Eintopf da. Heute Mittag gemacht. Eintopf, das ist für mehrere Tage. Weil dann brauche ich mir nicht hier jeden Tag extra kochen, sondern nur entsprechend aufwärmen. So, immer gleich weg. Sonst lädt er nämlich genau wieder da ab, wo er nicht soll. Und zwar genau hier. Juckt die Nase. Ja, so eine Fahrzeuge muss ich halt behalten, ne? So eine Autodrucker. So. Sonst hätten wir hier noch einen Stapler haben müssen. So, da mal stehen lassen. Kaufen wir gleich einen Schwung. Heuball. Beides habe ich verkehrt gehabt, ja gut. Naja. Also Heu kostet 5200. Was kostet Stroh? 3 hier, das kann es nicht sein. Heu ist auch wertvoller. Steht da viel mehr Arbeit drin. Und muss extra noch das Ganze machen. Und auf geht's, zurück. 20.000, naja, sind schon ein bisschen rum. Naja, nützt ja auch nichts, wir müssen ja die Kühe versorgen, ne? Kühe wollen halt Futter haben, oder? Das ist ja entscheidend. Und wir haben dieses Jahr kein Heu machen können. Punkt 1, es wäre eh nass gewesen, vom Wetter her. Und Punkt 2, hätten wir die Wiese extra gleich die Wiese machen müssen. Anderen Wiesen unten gucken, vielleicht können wir eine Wiese kaufen. Extra Wiese. Gibt's ja eine, ich glaube 62 oder so. Aber wenn da viel Gefälle ist, dann ist es mit Ballen schlecht. Müsste man lose einsammeln und dann ins Lager reinfahren. Das würde gehen. Mähen. Wenden. Wenn es extrem trocken ist, dann wird es auch ohne Wenden trocken. Aber. Müssen wir abwarten, ne? Ich muss mir hier vorne eine Uhr anschauen, aber wiederum würde ich auch nicht dran denken. Weil das man vergisst die Zeit dabei. Auch wenn du vorne eine Uhr tickt, das, daran denkst du nicht dran. Mache ich mal eine kurze Pause nachher und dann sieht man weiter. Ich bin noch 3 Folgen schaffen oder die ich dann morgen mache nach der Arbeit. Ich muss ja Montag, Dienstag früh aufstehen. Ja, früh. Ja, 7:45 ungefähr. Müsste ich aufstehen. Ein Termin beim Zahnarzt. Oh. Aber nur Gebiss angleichen. Also das ist so schlimm ist er auch wieder nicht, aber halt ist, man muss halt da sitzen und warten. Ne? So, Heu angekommen, dann ist auch Feierabend für heute, jedenfalls für die heutige Folge. Ich glaube, Quaderbahn geht mehr auf als Rundfahren. Hier sind 39 drauf. A4000. Muss ich nächstes Mal rundballen, dann geht ja auch nicht mit ein paar Mal schon da.
Na, hat er schon Stroh verarbeitet? Nein. Ah doch, wissen schon. Muss man jetzt warten, bis Stroh weg ist. Aber das ist ja auch nicht lustig. So. Will mal kurz schauen. Das sind vier Ballen, die außerhalb liegen, sagen wir nie. Dann geht der mit Pro auf. So, jetzt haben wir hier die Ballen. 252.000. Ja, da würden wir mal fahren. Zweimal fahren auf jeden Fall. Der Stroh ist noch voll. 123%. Weil hier was liegt. Gut. Aber die Lage, das geht auch. Und dann näher die Beine voll gemacht kriegen, dann ist es gut. Und liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, was für Freitag ist, denke ich mal. Wenn man nicht alles täuscht. Nee, so, stimmt nicht. Ist noch kein Wochenende. 3 Folgen, der fehlt ja. Dann sag ich mal tschüss und wegen Winkel Schau ist Donnerstag, ne? Also morgen Freitag. Winkel Schau. Bis, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.